Nix. Ich möchte meine Mama grüßen. Mama, ich hab die Sonnencreme vergessen. Es tut mir leid. Okay. Wunderschönen guten Morgen aus dem Hochkönig-Gebiet. Jetzt sind wir wieder mal unterwegs. Mega Pulver haben wir. Dass ich jetzt den Hirsi, der wollte immer schon einmal in einem Video dabei sein und was sagen. Grüß euch. Wo gehen wir hin, Hirs? Heute gehen wir auf die Lausköpfe und ich glaube, stauben wird es heute. Heute wird es brutal stauben. So eine der rassigsten Skitouren da im Hochkönigsgebiet. Ein bisschen laufen wir locker Schnee und oben eventuell Triebschnee, müssen wir aufpassen. Der Flo ist auch noch dabei, kommt gerade daher. In dem Sinn, viel Spaß damit. Wusstest du, dass die heutige Tour eine der rassigsten Touren am Hochkönigstock und sogar innerhalb kürzester Zeit durchführbar ist? Wer rund 2,5 Stunden Zeit und Kondition für 1000 Höhenmeter mitbringt, kann genau solche Szenen wie wir erleben. Die Skitour auf die Lausköpfe beginnt beim Güterweg Rohrmoos auf der Südseite des Hochkönigs zwischen Dinten und Mariaalm. Von Anbeginn der Tour sieht man bereits das Ziel. Vorweg sei gesagt, dass diese Tour nichts für Anfänger ist. An und für sich eine klassische Vierentour für das Frühjahr, wollte ich sie allerdings auch einmal im Hochwinter bei Pulverschnee machen. Noch dazu konnten wir die Tour unverspurt vorfinden, somit haben wir einen 100er Tag für diese Tour und dieses Video vorgefunden. Ab rund der Hälfte der Tour wird der Aufstieg um einiges steiler. Der Gipfelhang ist beinahe durchgehend rund 40 Grad steil und benötigt absolut sichere Lawinenverhältnisse. Gerade der Ausstieg aus der Gipfelflanke bereitete Flo, Hirsi und mir etwas Unbehagen. Wie groß die Schneebrettgefahr aber sein würde, das würden wir definitiv vor Ort feststellen können. Jetzt sind wir in der steilen Gipfelflanke. 40 Grad ist die dann insgesamt steil, obwohl wir jetzt über 20 cm Pulverschnee haben. Ohne Haarscheißen geht da gar nichts. Hier ist die Spurt drauf. Vorher mussten wir aber noch Haarscheißen auf unsere Ski geben, obwohl rund 30 cm unverspurter Pulverschnee auf der alten Unterlage lag. Viel zu steil war das Gelände und viel zu groß die Absturzgefahr, als dass wir es ohne Haarscheißen probierten. Die letzten Meter zum Gipfelgrat stapften wir rauf. Da der frische Triebschnee noch spannungsfrei war, empfanden wir den Ausstieg aus der Flanke auch sicher. Nun also noch rauf auf den Gipfel, bevor wir uns den Berg runterhauen würden. Ja, wir sind jetzt herum den letzten Meter aufgestapft, doch ziemlich steil. Herum geht ein bisschen der Wind, genau da rein. Hier Triebschnee, aber noch alles im keine Spannung drinnen, trotzdem einzeln Sicherheitsabstand, dann passt die Geschichte. Alter, geil! Geil? Geiler Scheiß! Jawohl! Juhu! Juhu! Da oben der Flieger, geil, ha? Geiler Scheiß! So, da kommt jetzt der Flo daher. Bravo, Mann! Bravo! So, hört's auch, Berg Keil da vom Lauskopf herum, die drei Lauser, gell? Super Pipi-Fan. Pipi-Fan ist da. Gewaltig fest, Pulverdurlein haben wir heute, gell? Ja. Hier, sag einmal was. Ich, ja. Zusammen die Möglichkeit, dass du YouTube was mitteilst,
Und dann sagt er nichts. Ich möchte meine Mama grüßen. Und der Opa ist Kamerade. Mama, ich hab die Sonnencreme vergessen. Es tut mir leid. Da geht's um ein steines Meer. Da geht's auf dem Hochseiler, Hochkönigmassiv, Königsjodler. Da kam Schortner. Ja, und da unten sind wir irgendwo her. Gewaltig. Gewaltig, ja. Mega geil. Mhm. Okay. Good luck. Geil. Juhu! Weiter! Weiter! Ja, geil! Wuhu! Sauber. Ja, das ist genau geil. Voll super. Na geil. Super, Mann. Sau gut, Flo. Mega. Woo! Da oben.